Wir sind wieder zurück bei Fallout New Vegas und wir sind jetzt im Begriff, dieses Gebäude da drüben zu betreten, das Lucky Casino, beziehungsweise den Bison Steve, das Bison Steve, das Hotel, in dem sich der Deputy der Stadt in Gefangenschaft befindet. Aber bevor wir das machen, gehen wir vielleicht doch erst nochmal... Oh. Da ist noch ein Express-Lieferauftrag. 4 von 6. Wir haben von Johnny Nash ja erfahren, dass es insgesamt 6 Kuriere gab. Wir sind einer davon. Was reparieren? Um ein weiterentwickeltes Modell der Roboters mit verstärktem Gehäuse. Wir probieren mal zu reparieren. Einige der Servomechanismen und Gyroskope müssen rekalibriert oder ersetzt werden. Aber es sieht ganz so aus, als ob man den Roboter reparieren könnte. Aber wir brauchen mindestens 65 Reparaturen, um das zu schaffen. Das haben wir leider nicht. So, wir sind im Haus der Nash, wie gesagt, von dem wir erfahren haben, dass es insgesamt 6 Kuriere gab. Wir einer davon. Und dass unser Auftrag eben der war, der am wenigsten Erfolgsaussichten hatte. Ich gucke mich hier gerade nochmal um. Und dann würde ich sagen, betreten wir das Bison Steve, beziehungsweise das Lucky Casino. Ich habe keine Ahnung, was uns da drin gleich erwartet. Wahrscheinlich wird uns die Birne weggepustet, dass wir nicht mehr wissen, wo hinten und vorne ist. Oh, kleinen Moment. So, da sind wir wieder zurück bei Fallout New Vegas. Ich musste gerade mal kurz vor die Tür, muss die Katze reinlassen, die war wieder auf Tour. Und habe ich gerade gesehen, wie sie sich am Fenster vorbeigeschlichen hat. Und naja, das geht dann halt in dem Moment vor. So, ab ins Bison Steve, das Hotel, in dem sich der Deputy befindet. Und wir wurden schon entdeckt, da vorne ist ein lieber netter Mann, der uns auf die Fresse hauen will. Was nehmen wir denn? Oh, Kleinkalibergewehr können wir sogar reparieren, guck mal. Nehmen wir das, oder? Ich fand das eigentlich nicht schlecht. Können wir auch nochmal reparieren. Cool. So. Haben wir noch irgendwas? Nee. Kleinkalibergewehr und auf geht's. Und in Deckung gehen. Hi. Hey. Hey. Na los. Ja, komm. Treffer. Junger Mann. Bleiben Sie bitte stehen. Wo will der hin? Ey! Hä, was war das gerade für ein Schwachsinn? Wir hatten den doch schon. Na, reicht schon! Na los! Ey, ey! Alter! Na, reicht schon? Halt die Fresse jetzt! Nicht getroffen, schade. Gut, wir räumen die einfach komplett aus. Wir nehmen einfach mal alles mit, was die haben. Aus Söldner Charmeur. Nee, das lassen wir mal da. Wo ist jetzt der Typ hin? Ah, da kommt er doch wieder. Guck mal. Na los! Naja. Das ist ein anderer. Boah. Penner. Tot. Hallo. Wir sind fast tot. Alter. Hab ich gar nicht im Blick gehabt gerade. Na. Na also. So, alles mitnehmen, was wir kriegen können. So. Müssen wir uns dann in Ruhe mal angucken, was das alles ist. Was haben wir hier? Ah, hier geht's schon mal ins obere Stockwerk. Wo dann wahrscheinlich auch irgendwo der Deputy festgehalten wird von den Abtrünnigen. Korken. Und ich möchte gar nicht wissen, ich möchte überhaupt nicht wissen, wie viele dachten, ich würde den Safe hier unten übersehen. Den wir sowieso nicht öffnen können. Aber nein, ich habe ihn nicht übersehen. Oh, da liegen Kronkorken. Hey. Geil. Registrierkasse mit Vorkriegsgeld nehmen wir auch mit. Wir speichern zwischendrin mal. Na gut. Was haben wir hier noch? Hatten wir den Typen da vorne? Hatten wir ausgeräumt, ne? Den wir da als erstes gekillt haben. Jawohl, dem haben wir seine Kleidung auch noch gelassen. Macht man ja einfach nicht, ne? Man kommt ja hier nicht rein und klaut sofort alles. Die Tür ist verschlossen und das können wir leider nicht hacken, weil wir noch nicht 25 sind. Also Jahre alt. Noch nicht 25 Jahre alt. Das ist unser Problem. Wir sind noch nicht richtig alt.
So, die Wartungstür können wir aber öffnen. Nein. Nein. Ja. Hey. Hi. Verdammt. Hey, komm mal nicht so nah, bitte. Das ist übelst Mund geworden. Peng, voll in die Fresse. Peng, voll in die Fresse. RNK-Dollar, Dynamit, Dynamit mit langer Lunte, frische Birnen, Levelaufstieg und so weiter und so fort. So. 13 Punkte, wir setzen wieder 3 auf Medizin und 3 auf Dietrich. Ja, 3 auf Dietrich. Und dann noch 3 auf Reparieren. Und den Rest können wir ja mal auf die Wissenschaft ballern. Damit wir vielleicht die Computerterminals hacken können, beziehungsweise wir können jetzt mit dieser Fertigkeit mal gerade ein bisschen was fressen. Wir brauchen nämlich dringend ein bisschen Gesundheit. Aufbereitetes Wasser, das hat bei Fallout 3 aber mehr gebracht. Braminsteak. Cram. Das bringt ja alles immer nur 1. Das ist ja krass. Das hat früher alles immer mehr gebracht. Frische Birnen. Kaktusfrucht, weniger Ausdauer. Da kriegen wir ein bisschen Krams dazu. Oh, cool. Falschen um 3 erhöht, cool. Das Maulwurstfleisch, dann hier das da. Her mit den Jalapeno-Schoten. Redaway. Hm. Psycho. Haben wir hier noch irgendwas? Mentats? Nee. Ach, das dauert auch scheinbar, bis das auflädt, ne? Unten, seht ihr? Das dauert immer eine gewisse Zeit, wenn man... Wenn man richtiges Essen isst, quasi. Dann dauert das immer seine Zeit, bis das... Bis das dann auch wirkt. Okay. Ist gut zu wissen. Haben wir denn eigentlich diesen Hardcore-Modus eingeschaltet? Spielmodus? Killcam-Modus? Filmsequenz? Hardcore-Modus aus. Okay. Gut. Das war alles, was ich wissen wollte. Dann probieren wir uns jetzt mal an diesem Terminal. Vielleicht kriegen wir dann hier die Tür auf. Wo geht's da überhaupt hin? Ist nur eine Tür. So, Terminal aktivieren. Auf einige Terminals können Sie nur mit einem Passwort zugreifen. Ist die Fertigkeit Wissenschaft bei Ihnen hoch genug, können Sie versuchen, sich ins Terminal zu hacken. Wenn Sie das richtige Passwort auswählen, erhalten Sie Zugriff auf das Terminal. Wählen Sie das falsche Passwort aus, wird Ihnen angezeigt, wie viele Ihrer Buchstaben im Passwort an der richtigen Stelle stehen. Sie haben 4 Versuche, um das Passwort zu erraten. Wenn Sie scheitern, wird das Terminal gesperrt, bis Sie das Passwort erhalten. Der Hackvorgang kann jederzeit abgebrochen und neu gestartet werden. Okay. Willkommen bei Robocop Industries. Robco Industries. So, Terminal, Start, Abfrage, Datenschutz, Besitzer, Konten, Inhalt, Neustart, Wartung, initialisiere, Robocop, Wartungsmodus. Debug ausführen, Konten. Ja, jetzt Kennwort eingeben. Weiß ich doch nicht. Kann ich es auch einfach versuchen zu hacken? Nee. Passwort haben wir hier aber auch nicht, oder? Haben wir nicht irgendwas eingesammelt? Sonstiges? Ne, warte mal hier. Daten? Sonstiges? Broschüre von Vans? Komplettes Funkgerät? Mojave? Expressauftrag? Aufgaben? Da sind sie dann. Nee. Was? Nee. Passwort haben wir hier aber auch nirgendwo, ne? Ich weiß halt nicht, wie das mit dem Hacken... Ich... Keine Ahnung. Wir schauen uns mal ein bisschen weiter um. Vielleicht finden wir das Passwort ja noch. Dann haben wir uns das gespart. Ansonsten... Hoppala, probieren wir es einfach mal mit dem Hacken. Oh. Aha. Ja, habe ich mir auch gerade gedacht. Na, reicht schon? Nee. Läuft bei mir. Und bei dir? Na? Ah, da kommt er. Oh, was hat der denn? Alter, der Flammenwerfer. Alter! Beruhig dich mal, Digga. Das ist der Anführer. What? Ich bin getroffen! Schön für dich. Du musst erstmal den Typen hier. Warte mal, wir müssen erstmal den anderen aus dem Weg räumen. Ich weiß gar nicht, es ist, glaube ich, vielleicht sogar sinnvoller. Was? Körperteile heilen. Ah. Sind wir etwa ein wenig gedamaged? Oh. Oh. Arzttasche und schon ist es wieder gut. Aber die Stimpaks brauchen wir jetzt.
Warte mal, Nuka-Cola. Her damit. Zwei Stimpaks reingeballert. Alter, haben wir viele Millimeter-Pistolen. Übel. So, die können wir auch alle reparieren. Ich guck nur gerade, ob wir irgendwas haben, was ein bisschen mehr Schaden macht. Ich glaube, die 9mm-Pistole wäre sogar sinnvoller. Weil wir dann nämlich öfter schießen können. Aua. Reicht schon. Sag mal. Au! Kann das sein, dass du deinen Kumpel die ganze Zeit haust? Du stirbst jetzt. Alter, ekelhaft. Ja, ja, wir ziehen hier fröhlich unsere Runden, Junge, ne? Au. Verdammt! Ja. Na los! Tut schon weh, wenn ich mir das so angucke. Ich bin getroffen! Ja. Du bist gleich tot. Nein! Alter. Das war knapp. Brillenhemd. Flammstoffpatronen, Lederrüstung. Brennstofftank und Zigaretten. Geil. Boah, war das knapp. Alter Schwede. Krasser Scheiß. Naja. So, jetzt mal gucken, was wir hier aufziehen können. Den Brillenhemd können wir zum Beispiel aufziehen. Schusswaffen plus... Ne, das finde ich eigentlich schon mal nicht schlecht. Und die Lederrüstung ist jetzt nicht so geil. Können wir natürlich verticken. Und den ganzen Stuff hier auch alles wieder mitnehmen. Kreuzschlüssel, aha. Damit hat er also die ganze Zeit auf die Prumpel gehauen. Ist ja ein richtiger Typ. Ja, hier können wir auch noch ausräumen. Gucke mal. So. Eine kleine Zwischenspeicherung. Und dann schauen wir uns mal hier um, was die hier so haben. Hier haben ganz viele Betten. Sogar Kindersitze haben sie hier. Und ein Brahmin. Meine Katze vergnügt sich gerade mit meiner Couch. Das ist so durchgeknallt, das Vieh einfach nur. Ein richtiger Typ. So, Verkaufsautomat. Sunset Sarsaparilla, oder wie das ausgesprochen wird. Tobi, kannst du nicht lesen? Nein. Kann ich nicht. Konnte ich auch noch nie. Deswegen bin ich ja auch nur Let's Player geworden. Da ist er! Deputy Beagle. Das ging aber schnell. Nehmen wir alles mit. Bevor wir den werten Herrn da retten. Nehmen wir alles erstmal mit. Gucken uns hier auch nochmal um. Altmetall und ein Löschdüsenschlauch. Aha. Speichern. Hier waren wir schon, da waren wir noch nicht. Da ist aber auch nichts. Okay. Deputy, wir kommen. Wir sind schon fast da. Hallo. Sind Sie zufällig gekommen, um mich zu erretten? Nein. Ich würde mir dafür die Daumen drücken, aber meine Hände sind ganz taub. Ich muss jetzt los. Nee. Oh ja, sehr vergnügt, Ihre Bekanntschaft zu machen. Ich bin hier in einer, misslungenen Lage. Wäre Ihnen höchst verbindlich, wenn Sie mich freimachen könnten. Wenn du gerade schon mal da gefesselt wurdest, haben Sie Informationen über Kane, die mit einem Kerl in einem karierten Anzug unterwegs sind. In der Tat, werter Herr, und ich würde nur zu gerne meine Informationen mit Ihnen teilen, sobald man mich enthaftet. Na gut, wir lassen ihn mal frei, aber... Na gut. Oh, na, das ist ja großartig. Ich denke mal, ich mache mich auf die Fersen nach draußen. Die Luft ist doch etwas eng hier drin. Wenn Sie versuchen wegzulaufen, statt an meiner Seite zu kämpfen, dann bringe ich Sie selber um. Oh, aber gewiss doch. Ich würde nie zulassen, dass Sie meine Entführer mit meiner Hilfe bekämpfen. Ohne meine ich. Bitte Ihnen nach. Alter. Du bleibst schön hier. Ich hoffe doch sehr, dieses Martyrium ist bald um. Ja, dann bewaffnen Sie sich. Ich hoffe bloß, dass ich Sie nicht benutzen muss. Das könnte durchaus passieren. Hey. Geil. Ein Patron. Danke. Wobei, der braucht ja eine Pistole, ne? Wobei, nee, eigentlich braucht er keine, aber wir geben ihm doch mal ein paar Schuss wieder zurück. So. Ja, dann auf geht's. Lassen Sie uns aufstoßen und den Zaun brechen.
Lassen Sie uns das Horn stoßen und aufbrechen. Was? Okay, auf geht's. So, wir haben sein Journal, haben wir schon mal. Weil hier ist ja jetzt eigentlich eh nichts mehr los. Wir haben ja schon alles getötet, was hier so war. Glaube ich zumindest. Hier oben waren wir halt noch nicht. Der Aufzug ist kaputt, aber er sieht reparierbar aus. Reparieren von mindestens 35 Fällen. Ja, toll. Na gut. Das Passwort kriegen wir leider auch nicht raus. Machen wir dann später. Jetzt bringen wir den Herten, den Werten her. Audi. Hey, na? Nun, das war ja ein ziemliches Abenteuer. Diesen Sträflingen haben wir ein oder zwei Lektorate erteilt, nicht wahr? Mich selbst aus der Versiegelung freizubrechen, natürlich ohne ihre Rolle dabei dämpfen zu wollen, aber das war schon spannend. Das Problem ist, Prim ist immer noch gesetzlos. Was tun wir, wenn uns die nächsten Raufbolde bedrohen und als Geiseln nehmen? Vielleicht einfach mal wehren? Wie wär's denn damit, du alter Deputy? Naja, wovon reden Sie denn? Sind Sie jetzt der Sheriff? Nee, Sie sind jetzt der Sheriff. Oh nein, ich bin nur der Deputy. Und ich kann kein Deputy sein ohne einen Sheriff. Das nennt man Befehlsverkettung. Was für eine Qualifikation braucht ein Sheriff? Es sollte jemand Tapferes sein, wie Sie, aber mit mehr Bodenverhaftung. Jemand, der sich hier niederlässt und auf uns aufpasst. Ich hörte die Pulverbanditen von jemandem im Gefängnis sprechen. Myers heißt er und soll Erfahrung als Sheriff haben. Vielleicht eine gute Wahl. Die RNK ist nicht weit. Die könnte man doch auch bitten, die Stadt zu übernehmen. Frage mich, warum wir nicht schon längst von ihnen geholfen werden. Ja, das habe ich mich vorhin schon gefragt. Ich glaube, wir helfen den Jungs und Mädels hier, Recht und Gesetz in Prim wiederherzustellen. Sie werden? Das ist ja grandios. Ich beginne schon mal über einige Fragen für das Einstellungsgespräch nachzudenken. Der Sheriff, der in der RNK-JVA eingekehrt ist, könnte eine gute Wahl sein. Sie könnten auch den RNK-Menschen da drüben überreden, die Stadt unter seinen Fittich zu nehmen. Obwohl Kriegsrecht nicht ganz so amüsierlich klingt. Na, weiß ich nicht, ob das der richtige Typ da hinten wäre. Die haben ja euch jetzt schon nicht geholfen. Warum sollte der dir helfen? Warum sollte er dir jetzt helfen? Vor allem, wenn ich dahin gelaufen komme und sag, hier, pass mal auf. Weiß ich nicht. So, wir saufen jetzt das ganze schmutzige Wasser. Einfach weg damit. So. Speichern wir. Und haben jetzt, glaube ich, eine neue Mission bekommen. Kann das sein? Aufgaben? Ja, aber nee, wir sollen uns das Tagebuch anhören, ne? So war das doch. War das nicht so? Dieses Journal von dem Typen? War das hier? War das... Wo haben wir denn dieses blöde Journal jetzt hin? Doch hier. Hier ist es. Das ist ja sehr ungewöhnlich. Die Pulverbanditen haben heute Besuchung bekommen. Es gibt wohl für alles ein erstes Mal. Diese kernharten Kerle müssen Großkahne sein. Ich erkenne sie an den komischen Helmen und den Lederwesten, von denen ich gehört habe. Was sie wohl mit dem adretten Gentleman in dem karierten Anzug zu tun haben. So eine Anzüglichkeit würde mir auch gefallen. Sie reden davon, nach Süden zu gehen, in Richtung Nipton und dann weiter nach Westen, nach Novak, wo sie jemanden treffen wollen. Ich könnte ihnen, vermute ich, mutlich folgen, wenn nötig. Aber Prim braucht mich, sonst sorgt hier niemand für Ordnung. Oh, ich glaube, sie haben mich entdeckt. Nach Nipton in den Süden also. Alles klar. Dorthin sind die Jungs also unterwegs, gewesen wahrscheinlich. Aber jetzt steht es uns, glaube ich, erstmal im Vorrang, hier ein bisschen für Ordnung zu sorgen. Da sind sie lang, das wissen wir, über Nipton nach Novak reisen, sich in Novak nach den Angreifern umhören. Aber jetzt erstmal, Beagle möchte einen neuen Sheriff für Prim. Er schlug einen Ex-Sheriff aus der JVA und die RNK als mögliche Kandidaten vor. Das wird unsere Aufgabe in der nächsten Folge sein, hier einen neuen Sheriff auf den Platz zu setzen, damit in der Prim endlich wieder Sicherheit herrscht. Bis zur nächsten Folge zu Fallout 3 von Fallout New Vegas und das Telefon klingelt. Bis dahin. In der Prim soll wieder Recht und Ordnung herrschen und deshalb haben wir den Deputy Beagle aus den Fängen der Banditen im Bison Steve Hotel gefangen. Gefangen was? Nein, Quatsch, wir haben den nicht gefangen, wir haben ihn da rausgeholt, verdammt der Axt. Und das alles ohne Lösegeld und in der nächsten Folge werden wir uns da mal umschauen. Vielleicht bei der JVA, wo schon ein Sheriff in Gefangenschaft sitzt oder halt eben die RNK hier vor Ort. Vielleicht hat ja Bock, einer von denen die Prim als Sheriff zu übernehmen. Eins ist jedenfalls sicher, wir werden das nicht, denn wir werden in Bälde nach in den Süden reisen, wo unsere potenziellen Mörder auf jeden Fall ansässig waren. Bis zur nächsten Folge von Fallout New Vegas. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein!